Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns eine Mod an, welche einige neue Baumöglichkeiten in das Spiel bringt. Und dieser heißt Ultimate Mixed Eras. Wie der Name schon vermuten lässt, werden bei dieser Mod als allererstes mal beide Eras vermixt, nämlich die Jurassic World Ära, wie ihr hier sehen könnt, und die Jurassic Park Ära. Das heißt, ihr könnt aus beiden Eras alle Gebäude verwenden, was natürlich so schon mal ziemlich praktisch ist, aber eine Mod der Art hatten wir ja schon mal. Allerdings bringt diese Mod noch einige weitere Funktionen hinzu, unter anderem auch weitere Gebäude, wie ihr hier sehen könnt. Was das alles teilweise genau ist, werde ich euch auch noch zeigen, keine Sorge, nur dass ihr es mal gesehen habt. Also hier ist wirklich alles dabei, was man braucht. Auch hier beim Elektro, beide Elektrizitätswerke, alle Strommasten. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Aber das war noch längst nicht alles, denn wir bekommen auch durch diese Mod Zugriff auf Gebäude, auf die wir vorher gar keinen Zugriff hatten. Zum Beispiel hier der Jurassic World Ankunftsort. Habe ich ja in meinem aktuellen Parkbauprojekt auch schon verwendet. Allerdings habe ich das gemacht, indem ich ein paar alte Mods mit ein paar neueren Mods vermixt habe. Und dann hat das Ganze funktioniert. Jetzt ist alles schön einheitlich in einer Mod. Unter anderem dann auch passend dieser Tunnel dazu. Ich denke, groß erklären brauche ich den nicht. Zumindest nicht für die Leute, die mein Parkbauprojekt gucken. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Also hier spawnt jetzt gleich der Zug. Und schon fährt sie los. Bringt jetzt die Gäste ganz normal da vorne zum Ankunftsort. Und dort können die dann aussteigen. Zusätzlich dazu gibt es dann auch nochmal für jede Insel diese Ankunftstore. In Klammern steht immer der Inselname dahinter. Matanzeros, Pena, Zorna, Tacaño und so weiter. Die kann man dann auch wunderbar platzieren. Und dann kann man seinen eigenen Ankunftsort bauen. Das funktioniert soweit auch schon alles ziemlich gut. Und zusätzlich gibt es auch noch mehr Funktionen bei der Einschienenbahn. Hier seht ihr mal das Menü. Können wir mal alles durchgehen. Das hier sind eigentlich nur die Tore für die verschiedenen Inseln. Da unterscheidet sich dann nur dieser Text unter der Jurassic World Schrift. Dann haben wir hier die normalen Schienen, die man platzieren kann. Dann haben wir hier was ganz Besonderes, nämlich ein Monorail Lookout Stop. Sehr, sehr interessant. Da könnt ihr so ein kleines Stück Schienen bauen und da hält der Zug dann an, macht mal einen Zwischenstopp, damit man sich auch mal die Saurier oder Gehege ein bisschen genauer angucken kann. Oh, da steht jetzt sogar schon eine, wenn ich es platziere. Habe ich auch schon getestet, das funktioniert. Werde ich euch nachher auch noch in Action zeigen. Und dann haben wir hier noch den Ankunftsort und diesen Tunnel und natürlich die ganz normale Station. Zusätzlich zu diesem Jurassic World Ankunftsort könnt ihr dann natürlich auch noch ganz normal den Jurassic Park Ankunftsort verwenden. Dieses Helipad. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich diese Einsatzzentrale. Die ist, glaube ich, von Nublar Nord. Die sollte dann auch funktionieren. Also das sind die drei Möglichkeiten als Ankunftsort. Dann gibt es noch drei neue Modifikationen für das Entwicklungslabor. Als allererstes hat man hier die Brutstättenkapazität 2.0. Die erhöht die Kapazität um 3 Plätze. Das heißt, wenn man eine Modifikation drin hat, hat man direkt schon alle 5 Plätze. Dann kann man zudem auch noch den Incubation Speed, das ist die Ausbrütgeschwindigkeit, auf 1000% erhöhen. Das ist einfach, dass die Dinosaurier schneller ausgebrütet werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal einen Brachio nehmen, den ausbrüten, dann geht das rucki zucki. Normalerweise würde es ja viel, viel länger dauern. Sehr praktisch. Und dann haben wir noch die Erfolgsrate. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Challenge oder so spielt, könnt ihr das Ganze einbauen und dann scheitern die Dinosaurier nicht mehr, weil hier wird das auch auf 1000% gemacht. Dann werden die auf jeden Fall ausgebrütet. Ich lasse den jetzt schon mal frei. Und dann kann ich euch nämlich gleich mal eben diesen Lookout-Stop zeigen. Den bauen wir jetzt mal gemeinsam. Der ist richtig cool. Da könnt ihr dann einfach ganz normal die Einschienenbahn hinbauen. Und dann müsst ihr halt an der Stelle, wo die Schiene oder die Bahn anhalten soll, so ein Stück Schiene mit diesem Monorail-Lookout-Stop einbauen. Danach wieder ganz normal. Und dann sollte es eigentlich funktionieren.
dann sollte die anhalten. So, und jetzt mal hier noch eine weitere Station verbinden das. Und dann testen wir gleich mal, ob sie wirklich anhält. Ich habe übrigens das Gefühl, dass diese Eingänge nicht so richtig funktionieren. Die Einsatzzentrale und dieser Eingang. Weil ich habe jetzt ja Dinosaurier im Park. Und bis jetzt ist da noch keiner rausgekommen an Gästen. Das ist sehr, sehr seltsam. Ja, da vorne sind jetzt welche gespawnt. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass aus irgendwelchen Gebäuden Gäste spawnen. Aber irgendwie aus diesen Ankunftsorten ist noch nichts rausgekommen. Ich werde das mal weiter beobachten. Aber wir schauen jetzt erstmal auf den Lookout-Stop hier. Weil die Monorail-Bahn sollte jetzt hier vorne irgendwo anhalten gleich. Und dann hat man ein bisschen Zeit, sich das Gehege auch mal anzuschauen. Seht ihr, da ist er angehalten. Und jetzt hat man wunderbar Zeit, auf die Dinosaurier herabzuschauen. Und auch mal in die Ansicht gehen. Und das ist echt toll. Weil das ging vorher immer so schnell. Jetzt kann man das Ganze wenigstens mal ein bisschen genießen. Ich glaube tatsächlich, dass das so lange dauert, wie diese Bahn normalerweise auch in dieser Station steht. Also man steht da schon eine Weile, was ich aber auch sehr gut finde, muss ich sagen. Jetzt fährt sie weiter und zum nächsten Stopp. Richtig coole Idee. Dadurch wird halt die Monorail-Bahn wieder viel, viel interessanter für uns. Es ist jetzt auch möglich, Wege durch Zäune hindurch zu führen. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mache, entsteht hier automatisch so ein Tor. Und dann kann man hier den Weg weiterführen. Ich habe noch nicht getestet, ob Gäste da durchgehen, aber das werden wir gleich noch testen. Das ist nämlich nochmal sehr interessant. Ist jetzt auch nicht das passendste Tor. Ich finde zum Beispiel das Tor hier ein bisschen schöner, das von der Jurassic Tour. Das kann man nämlich auch auswählen. Und hier kann man das Ganze auch machen. Das funktioniert übrigens bei mir nur, wenn ich noch zusätzlich die Enhanced Path and Pylons, wie ist die so, die Mod, installiere von dem gleichen Mod-Ersteller. Ist auch unten in der Videobeschreibung die Mod, also keine Sorge, die werdet ihr finden. Ansonsten funktioniert das Ganze bei mir nicht. Aber ist natürlich auch super praktisch, ne? Wenn man dann so ein begehbares Gehege oder so bauen will, da hat man hier dann auch Möglichkeiten. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen testen. Man hat hier auch noch weitere Tore zur Auswahl. Nämlich unter anderem auch noch das Jurassic Park Tor. Oder halt dieses Tor noch. Aber ich finde, wie gesagt, das hier am schönsten. Auch weil das keine Tracks hier unten hat. Und ja, einfach am schicksten aussieht. Aber die anderen sollten eigentlich auch genauso funktionieren. Also man kann den Weg auch hier durchführen. Also als Wegverbindung zählt das hier auf jeden Fall. Ist jetzt nur noch die Frage, ob die Gäste da wirklich durchlaufen. Das werden wir jetzt gleich auch testen. Ich baue hier mal eben so eine Beobachtungsgalerie rein. Und dann lassen wir mal hier eben deinen interessanten Dinosaurier frei. Dann müssen wir gleich mal die Gäste beobachten, ob die hier durchlaufen oder nicht. Jetzt sind hier übrigens Leute gespawnt. Ich habe hier nämlich ein Hotel gemacht und diesen normalen Eingang. Da kommen die auch raus. Aber diese Eingänge scheinen echt nicht zu funktionieren in der Jurassic Park Ära. Das ist natürlich echt noch irgendwie ein bisschen blöd, muss man sagen. Weil hier kommen die Leute jetzt die ganze Zeit raus. Könntest du jetzt nochmal einmal testen live, ob da jetzt Leute rauskommen oder nicht. Nee, da tut sich nichts. Ich habe jetzt schon ein bisschen gewartet. Also hier scheinen keine Leute zu spawnen. Die kommen halt jetzt alle aus dem Hotel oder aus diesem Gebäude. Und bis jetzt macht auch noch keine Anstalten, hier hinzugehen. Das ist natürlich cool, wenn das hier schon funktioniert als Wegverbindung für die Gebäude. Aber wenn die Gäste da nicht durchgehen durch die Tore, das ist natürlich auch wieder leider nur semi-gut. Aber die Mod ist natürlich auch noch in Arbeit, ne? Also gibt es sicherlich noch einige Sachen, die verbessert werden müssen. Aber die Leute gehen hier kein Stück in diese Richtung. Ich glaube, das wäre normalerweise so das allererste, wo man hingehen würde. Sich den Indominus Rex angucken. Ich werde das noch ein bisschen nebenbei beobachten und falls sie da noch durchgehen, werde ich euch das gleich noch mitteilen. Ich zeige euch jetzt aber nochmal eine andere sehr coole Sache. Wir haben nämlich noch die Möglichkeit mit dieser Jurassic Park Tour jetzt endlich Schienen zu bauen mit Wegübergängen. Das ist ziemlich cool.
Allerdings ein wenig kompliziert. Man muss nämlich... Ich mache jetzt erstmal den Track einmal vollständig. Dann wird es ein bisschen einfacher. Muss jetzt auch nicht schön aussehen. Hauptsache ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Man muss nämlich hier bei diesem Track so ein Zwischenstück reinbekommen. Mit so einem normalen Weg. Also habt ihr hier so ein Auswahlmenü. Da könnt ihr dann einen von diesen normalen Wegen nehmen. Auch hier zum Beispiel den unsichtbaren oder den Dearth Pass. Wir nehmen jetzt einfach mal den. Macht ihr so ein Zwischenstück rein und dann wieder normale Schienen. Jetzt müsst ihr das Ganze entfernen, bis halt nur ein so ein Kreis überbleibt. Das ist ganz wichtig, weil diesen Kreis oder dieses Stück könnt ihr jetzt als Übergang benutzen. Da müsstet ihr jetzt zum Beispiel hier mit dem Weg einfach wieder weiterzeichnen. Und dann habt ihr hier den Übergang. Das Ganze würde so jetzt noch nicht funktionieren. Ihr müsst nämlich noch ein bisschen mehr rumtricksen. Aber dafür verbinden wir jetzt erstmal diese Station. Weil wichtig ist, dass am Ende hier oben keine roten Nachrichten mehr sind. Weil das Problem ist, dass diese Enden halt jetzt keine Verbindung zur Strecke haben. Die müssen jetzt irgendwie mit der Strecke verbunden werden, beziehungsweise einen Kreislauf bilden. Und jetzt müssen wir wieder weitere Zwischenstücke noch links und rechts davon hinbekommen. Im Idealfall. Das mache ich mal mit dem Dirtweg. Der ist dann hoffentlich nicht sichtbar. Zeichne ein kleines Stück vor, dann wieder Schienen zur Verbindung. Jetzt müsste ich eigentlich das Stück dazwischen entfernen können. Jetzt habe ich hier nämlich diesen runden Kreis geschaffen. Boah, das ist echt schwer zu erklären. Ihr werdet wahrscheinlich nichts verstehen. Aber der Mod-Ersteller hat nochmal ein besseres Tutorial dann für euch. Wird das dann ein bisschen genauer erklärt. Ich bin damit selber noch ein bisschen überfordert. So, jetzt seht ihr es aber nochmal ganz gut. Jetzt haben wir hier nämlich auch nochmal so ein Zwischenstück geschaffen. Das müssen wir jetzt auf der anderen Seite nochmal genauso hinbekommen. Das heißt, wir nehmen nochmal den Dirtweg. Stück nach vorne. Schiene. Jetzt das Stück in der Mitte entfernen, was man kaum sieht. Das ist jetzt hier der Fall. Und jetzt haben wir hier wieder dieses Zwischenstück geschaffen, was wir wollen. Perfekt. Genau, jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier nämlich ein Zwischenstück und hier noch ein Zwischenstück. Und jetzt können wir hier diesen Weg doch nochmal ein bisschen verkürzen. Und das Ganze müssen wir jetzt mit dem Dirtweg hier vorne befestigen. Und auf dieser Seite müssen wir das auch nochmal machen. Da verkürze ich auch nochmal. So. Und dann hier mit dem Dirtweg das auch nochmal verbinden. Jetzt sollten die Leute nämlich auch nicht mehr da langlaufen, weil das keinen Kreislauf ergibt. Das ist jetzt hier so ein unsichtbarer Weg und hier so ein unsichtbarer Weg. Und das sollte dann hoffentlich funktionieren. Also die Autos fahren auf jeden Fall schon mal rüber. Ich finde es mega kompliziert. Also ich hoffe wirklich, dass es noch leichter wird von der Benutzerfreundlichkeit. Da muss man halt echt noch so ein bisschen rumtricksen. Die Leute sollten jetzt in der Regel eigentlich auch darüber laufen. Das können wir mal testen, indem wir hier schnell ein Gehege bauen. Und die Gäste laufen wirklich 1A über den Übergang drüber. Da kommen schon die nächsten. Also das scheint alles zu funktionieren. Und ich finde, dann ist es auf jeden Fall den Aufwand wert. Weil so einen Bahnübergang über eine Strecke zu zeichnen, der dann auch funktioniert, ist echt mega nice. Schaut euch das mal an. Halten die Jeeps eigentlich dann auch an, wenn die kommen? Oder überfahren die die? Ah, okay, nee. Überfahren tun sie die nicht, aber die Leute warten kurz. Jo, was macht er denn jetzt? Er bleibt... ich passe auf, dass hier niemand durchkommt. Er bleibt genau auf der Schiene stehen. Dreht jetzt auch um, okay. Das war jetzt ganz seltsam. Was denn mit den anderen Leuten? Gehen die da jetzt noch rüber? Also, die Gäste laufen da wirklich rüber. Hab's jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher getestet. Das funktioniert alles und ich finde das so cool. Überfahren werden sie auch nicht. Bleiben dann halt kurz stehen. Und werden wieder zurückgedrängt. Ja, das sieht ein bisschen seltsam aus, aber das finde ich halb so wild. Sind sie auf den falschen Weg ausgewichen, den unsichtbaren, oder was machen die jetzt? Okay, jetzt sind die Menschen ganz verwirrt. Ja gut, dann lauft einfach über die Erde. Also es ist teilweise dann noch ein bisschen seltsam. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es echt ein bisschen an den unsichtbaren Wegen und sowas liegt. Vielleicht wird das ja noch ein bisschen mehr gefixt. Ich hatte hier vorne das auch nochmal mit dem Tor getestet.
Die Leute können da nicht durch. Die sind jetzt hier die ganze Zeit gefangen. Und von dieser Seite kann da auch keiner durch. Ich muss sagen, durch diese Mod kommen wirklich einige coole neue Funktionen ins Spiel. Diese sind natürlich an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig verbesserungswürdig. Aber der Mod-Ersteller ist noch fleißig am Arbeiten an der Mod. Falls ihr die Mod mal selber ausprobieren wollt, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Den YouTube-Kanal von dem Mod-Ersteller packe ich auch mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch das Tutorial zu diesen Bahnübergängen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.